Herzlich willkommen auf dem Campus der Universität Bremen. Sie sehen, es ist ein bisschen leer um mich herum hier heute. Das liegt natürlich an der Corona-Pandemie. Sonst ist hier wesentlich mehr Action auf diesem Campus. Vor 50 Jahren wurde die Universität Bremen auf der grünen Wiese gegründet. Forschung und Lehre auf einem zentralen Campus. Im ersten Semester startete die Reformuniversität Bremen mit 459 Studierenden. Heute, 50 Jahre später, sind wir 25.000 Menschen, die an der Universität studieren, lehren, forschen und arbeiten. Den Pioniergeist der ersten Jahre hat sich die Universität Bremen bewahrt. Sie gestaltet zusammen mit 10 anderen Universitäten eine der ersten europäischen Universitäten, JUFE, Young Universities for the Future of Europe. Die Partner sind verteilt über ganz Europa. Die Universität Bremen ist auch eine Klimauniversität, das heißt, sie beschäftigt sich mit den drängendsten Fragen der Menschheit in unserer heutigen Zeit. Die Klima- und Umweltwissenschaften spielen für die Universität Bremen eine wichtige Rolle und sie ist auf diesem Gebiet eine der führenden Universitäten weltweit. 50 Jahre nach ihrer Gründung spielt die Universität Bremen auch in einem weiteren Zukunftsfeld eine wichtige Rolle, in der künstlichen Intelligenz. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln Roboter und Computer, mit denen man sprechen kann und die im Alltagsleben hilfreich sind für jedermann. So unterstützen sie zum Beispiel ältere Menschen, länger selbstbestimmt zu leben. Aber auch bei der Erkundung entfernter Planeten, wie zum Beispiel dem Mars oder bei der Erkundung der Tiefsee, spielt unsere Expertise in der Robotik eine große Rolle. Für solche Missionen werden leistungsfähige Materialien benötigt. Das ist ein weiterer Schwerpunkt der Forschung an der Universität Bremen. Denn nicht nur Windkraftanlagen, Elektroautos, sondern auch Raumsonden oder autonome Fahrzeuge auf dem Mars benötigen leistungsfähige Funktionsmaterialien. An diesen Hightech-Materialien arbeitet der Wissenschaftsschwerpunkt Materialwissenschaften und ihre Technologien. Mit diesen Materialien werden Produkte erst möglich, die beispielsweise auf dem Mars oder in der Tiefsee, aber auch in Windkraftanlagen eingesetzt werden können. Klima, künstliche Intelligenz, neue Materialien. Die Universität Bremen ist dran an diesen wichtigen Themen. Das gilt auch seit Gründung für die traditionell bedeutsamen Geistes- und Sozialwissenschaften. Im Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften erforschen wir die Entstehung und Auswirkungen chronischer Krankheiten und wie wir Pflege und Gesundheitsversorgung gerechter gestalten können. Um Gerechtigkeit, soziale Ungleichheit und Sozialpolitik geht es am Sozium und am Institut für interkulturelle und internationale Studien, wo wir die internationale Entwicklung des Wohlfahrtsstaates erforschen. Mit ihrer Forschung und Lehre gibt die Universität wichtige Impulse in die Gesellschaft. Sie gestaltet dabei nicht nur Bremen entscheidend mit, sondern sie trägt maßgeblich dazu bei, der zukünftigen Generation eine lebenswerte Welt übergeben zu können. Wir sind davon überzeugt, dass auch in Zukunft die Forschung wichtig ist, um unseren Planeten lebenswert zu erhalten. Und deswegen ist die Universität Bremen für uns alle so wichtig.